lasse mich verführen. Eine japanische Verführung. Nach dem Essen werden wir uns mal um die Geschenke kümmern, mal gucken, was es da so alles gibt und werden uns das mal ansehen, in welcher Qualität diese Pyjama. Schön, die haben auch dieses Blau an, also so wie der türkisblau, wie der Flieger ist. Da haben die also ein Kostüm, was angepasst ist. Japanische Ansage vom Kapitän. Ich denke, das wird es hier gar nicht geben, dass also ein Kapitän zum Beispiel den First-Class-Gästen Hallo sagt. Das gibt es, glaube ich, nur bei der Lufthansa und bei der Swiss. Habe ich aber auch noch nirgendwo erlebt. Gibt es nur bei uns, also bei the German Airlines. Also wir haben ein kleines bisschen Turbulenz unterwegs. Da bittet er sich, uns anzuschneiden. Ich meine, das ist ja wohl klar. Und wir kommen wahrscheinlich 10 Minuten vorher an in Honolulu als geplant. Das ist auf jeden Fall entscheidend, ist ja, dass wir in Time sind und dass alles gut läuft. May I take a meal order? Yes, but when I understand you have two sides, you have a Japanese person and international. And this is international. Yeah. Okay, I think I fly with a Japan Airlines. Yes. Yes. I will try the complete. What do you think? It's good quality. So yeah. And gives them before we landing, you have a separate breakfast. You make breakfast. Yes. What is a good time? 2 hours before landing. 2 hours. Yeah, like a. It's a good time. Yeah. Yes. Okay. But we have a short flight. No? It's 7 hours. It's not so long. Yeah. Very short. Very short. Yes. Yeah. I talked with the lounge. Eat dinner and take a seat and eat breakfast. So yours very busy. It's time is running, yeah? But I wake up in the same day. Yeah. This is very funny for you often, ne? Yeah. Is it funny? Usual. Is it funny wake yes. up in the same day? Yeah. You have a 1 day more? Yeah. And then you have a 1 day losing. So for me, when we can do, I want to take some wine. Mm-hmm. And you have some, I see you have 2 champagnes. Yes, 2 champagnes. Yeah. So can you try both of these? Can I try? Both? Yeah, yes, this both. One and this one? Yeah. Make a small tasting. Yeah. And for the wine, the white wine tasting. And I don't know, is this more beef or is it more pig? The meat or more fish? Mm-hmm. What is it? No, the Japanese. Is it more beef? Is it more fish? Uh-huh. Is it more pig? What is it? The main course is the fish. What is this? This is? This is fish. This is fish. Yeah, fish. This is the main course. Yeah, this is the main course. Okay, a fish. But the rest is appetizer, so many. This is cool. Okay, so before the main course coming, we make a small break, mm-hmm. and we can tasting the white wine. Okay. How many? You have 4 white wine? I have 4 white wine. Wonderful. Yeah. Can I try and yes. I take for the menu? Okay. The first one. So start with champagne. Yes, yeah. And I take a sparkling water with lemon, no ice. No, sparkling water with sparkling lemon. Water. With yes. Sure. Thank you very much. So, naja, das ist, man muss sich ja, es ist ja mal so, wenn man mit gewissen Airlines fliegt, öfter fliegt, dann weiß man die Gewohnheit, man kennt gewisse Dinge. Ist natürlich auch toll, wenn man sich auf so ein paar Sachen verlassen kann. Wenn man mit einer neuen Airline fliegt, ist ja wirklich alles neu. Man hat überhaupt keine Vorstellung, wie ist denn ihr Ablauf? Und ich meine, wir haben ja gesehen, bei Singapur immer rapapapapapap. Bei Thai Airways genauso. Und ich denke mal, bei Japanese sind ja viele Vorspeisen da. Jetzt habe ich also gehofft, oder ich hoffe, dass ich es also verständlich machen konnte, dass ich vor dem Hauptgang gerne ein Weißwein-Tasting machen möchte. Ich denke, das reicht. Wir bleiben heute beim Weißwein. Und auf dem Rückflug werde ich dann mal die Rotweine testen. Die sind ja die gleichen. Also das wird sich nicht groß ändern. Meine Stimmung ist weiterhin positiv. Mal sehen, wie das hier mit der zuständigen Servicekraft heute verläuft. Man hat das Gefühl, dass sie sehr bemüht ist, das alles zu machen. Und ich denke, das ist natürlich auch für sie vielleicht auch neu. Es hat sie da jemanden, der blockt. Ich meine, eigentlich mögen die das. Aber das kann ja der eine mehr und der andere weniger mögen. Von der Seite, also die Kollegin auf der anderen Seite,
noch etwas mehr stronger. Da habe ich also in dem Sinne sogar fast Glück, weil die ein bisschen mehr lächelt. Die andere lächelt auch, aber noch etwas gestellter. Also etwas. Ich meine, ich merke das immer, ja. Ich kriege das also extrem mit. So, lassen wir uns überraschen. Wie ist die Menüqualität? Kommen wir aber mal zur Sauberkeit. Es könnte etwas sauberer sein. Für First Class, für... Ich glaube, wirklich, es ist nichts mehr zu machen. Dass selbst die in diesen Airlines, obwohl die genug Personal haben, es wird leider schnell drüber gewischt. Und was auch interessant ist, diese Tür, das ist ja so eine Art Material wie diese Koffer. Wenn man da also dran reibt, also vor allem wenn Metall auf Metall kommt, dann fängt das an, so Kratzer zu kriegen. Das kann man also auf der anderen Seite sehen. Und von der Seite, es könnte sein, ich meine, das ist ja jetzt knapp 3-4 Monate alt, diese Airline, also dieser Airbus. In 2 Jahren könnte das schon anders aussehen, wenn man das nicht pflegt und nicht damit pfleglich umgeht. Ich meine, Passagiere sind ja auch natürlich, ja, da unten sind schon Flecken und... Naja gut, aber dennoch, es bleibt erstmal alles großartig. Wir machen jetzt ein Champagner-Tasting. Ich lasse mich da überraschen, welcher Champagner von den beiden Champagner mir am besten schmeckt. Und das erste Mal, dass wir 2 Champagner an Bord haben. Und das will ich natürlich voll auskosten. Schauen wir natürlich, wie die Gläser aussehen. Auch nochmal zum Personal, hochinteressant. Die haben für 4 First-Class-Gäste eine Mitarbeiterin. Und sie haben 2 Mitarbeiter, die kochen, also die das Essen vorbereiten. Die machen aber First und Business. Aber die sind nur fürs Essen zuständig. Das heißt also, die machen wirklich die reine Vorbereitung und sie präsentieren das dann auf dem Teller und dann wird das serviert. Also das finde ich schon toll. Das kann man nicht anders sagen. Die haben einfach noch Personal. Die Japaner wollen gut bedient werden und haben dadurch natürlich ein schönes Personal. May I sit at the table? Yes, please. Und auch hier der Tisch, der ist fest. Und dann gibt es hier also eine Geschichte, da zieht man dran und dann kann ich den an mich ranziehen. Wenn ich ziehe, kann ich auch wieder zurückschieben. Also der ist wirklich extrem flexibel, hat eine wundervolle Breite. Guck mal, das ist ein schöner breiter Tisch. Das macht Freude. Mit dem Abräumen, also da sind unsere, muss ich sagen, bei Lufthansa fitter. Auch bei der Swiss, die räumen gleich alles ab. Also jetzt zum Beispiel hier das Tuch, das benutzte Tuch, ja, das haben die noch nicht abgesucht. Da sind die immer ein bisschen spät dran. So now we started with the champagne. It's my first flight in first class by Anna. But my first flight, we have 2 champagne. Never see that in any... Really. It's my first time in this, so it was special for myself. Also, wir schauen mal. Ist einwandfrei. Einwandfrei. Zitrone, ein tolles Aroma, richtig Zitrone. Oh, wundervoll. Oder die haben noch ein bisschen was drauf gemacht. Ist möglich. So, wir haben also die 2 Champagner. Die wollen wir uns jetzt zugute führen.